Leute, was geht? Weil der erste Teil aus New York so gut ankam, dachten wir uns, wir machen direkt den zweiten Teil, wie versprochen. Wir sind am Times Square. Falls ihr mal nach New York kommen solltet, werden euch diese Trucks auffallen. Die gibt's an jeder Ecke. Die essen jetzt Falafeln. Hab ich Bock drauf, Alter. Aber mit Türkisch, ja. Kiefer, Habibi. Salam alaikum. Alaikum salam. Du hast Falafel, Bro? Ja, ich hab Falafel. With Hummus? Ein GTA-Charakter, wie am Bilderbuch steht. Wallah sogar. How much my Muslim brother? Ender. Make that. Schaut euch diese Falafel an. Meiner Meinung nach ist er sehr ansehnlich und sehr heiß auch an der Stelle. Oh. Ja? Schmeckt? Ja. Gut, voller gut, kann man machen. Wir werden hier Pasta mal essen. Once we get our ticket, we go on the line. Don't go on the first one, because the line is always long. It's all the way in the back. Was passiert hier, Alter? Bruder, wie voll ist dieser Laden? Ach du Scheiße, Mann. Ein schöner Amerikaner, wie er im Bilderbuch steht. Ja, genau der. Und so sieht das Ganze hier aus. Wow, it's amazing. Ein schöner, schöner amerikanischer Mann. Und dazu gibt es hier Turschu und Salat und sowas, Alter. Du kannst hier so ein Stück probieren. Ein Profi, wie am Buch steht, mein Hermano. Always tip your cutter first. Oh. How is it? Warum die Bühne? Geil. Wallah geil. Der Besitzer dieses Laden ist Jude, das heißt, das Fleisch ist koscher. Und koscher ist das Halal bei den Juden. Danke sehr. Der Besitzer dieses Ladens ist Milliardär. So ein Sandwich kostet $25. So, probieren wir mal die Gurke. Ja. Mein Bruder, wie sollen wir das jetzt essen? Guck dir das mal an. Aber ist schon voll. Also für den Preis kriegst du auch schon was geboten hier, Alter. Ich meine, das Ding kostet $30. Millionen Dollar. Amazing, bro. It's fucking amazing. Das Fleisch zergeht im Mund und dieser Käse passt perfekt. Über das Brot brauchen wir nicht zu reden, es ist sehr, sehr weich. Allein wenn man das hält, das ist einfach so gefühlt ein Kilo. Boah, amazing. Die haben einfach die ganze Pasta-Verpackung in einem Brot geklatscht. Krass. Ganz klare 10 von 10. Jetzt essen wir Bagel. Bagel with what? Cream Cheese and Lachs. Oh yes, man. Ich liebe Bagel mit Lachs. Lachs ist der Shit. Hat jemand Touristen bestellt? Hat jemand eine Schulklasse bestellt? Nee. Man muss einfach Nummern ziehen. Sind wir hier beim Jobcenter oder was? Oder diese Straße hat den Hype des Grauens. Dieser Laden ist einfach 3 Meter entfernt von dem anderen. Ja. Hat jemand Fisch bestellt? Süßer Petit aus, Alter. Ein schöner Schweinehering. Schweinehering? Also der Hype hört nicht auf. Hier waren schon bereits 425 Kunden und wir sind die 438. Wie viele Kunden sind hier denn am Tag? Aber Grüße an Kai Sede. Liebe Grüße. Du kannst ja einfach aussuchen, ob du einen norwegischen Lachs willst, einen schottischen, einen irischen. Gibt's auch einen türkischen? Ja. Hier. Wir sind doch überall, ja. Wir sind doch überall. Türkisch Delight. Bruder, die haben hier Frischkäse mit Kaviar. Ach du heilige Makrele. Ach du heiliger Kaviar. You order with Kaviar? Ja. Ja. Heute auch mal so was. Okay, okay. Ich bin Kaviar nicht gewohnt, mein Bruder. Komm aus Gladbeck, da essen wir nur Döner. I probably can, bro. I'm sorry. In Berlin ist man nur Trockenbrot mit Wasser. Oh, es wird sich auf jeden Fall sehr knusprig an. Ich will den Querschnitt kurz sehen, Bruder. Okay, let's go. Das wird dir sehr gefallen. Sind Kapern, Lachs, Tomaten und Zwiebeln. Let's go. Er ist okay, Bruder. Er ist okay. Er ist okay, Bruder. Really? I'm disappointed. Im Hintergrund sieht man 5 Männer, die schwarz bekleidet sind. Das ist eine Security von 6ix9ine. 6ix9ine ist da gerade drin einkaufen. Ohne Spaß, Bruder, das kann sogar sein. Ja? Post Malone ist da einfach drin, Alter. Was machen wir jetzt? Gehen wir da rein? Ja, komm. Wir haben gerade versucht reinzugehen, aber die haben uns nicht reingelassen. Er hat den Laden einfach für sich gerade. Ich habe dem dicken großen Leuten gesagt, komm, 6ix9ine, er hat sich nicht getraut. Hab ich gesehen, ja. Er war nur der Gruppe stark. Das ist sehr stark von dir auf jeden Fall. Ich bin Osa Metin und ich habe noch nie ein Lied von Post Malone gehört. Ich auch nicht, aber wir nehmen es für euch auf. Vielleicht sind ja welche von euch da, die ihn mögen. Post! How are you, bro? Yo, Post Malone! Yeah, wir haben gerade Postmann auf ein Lachmajut eingeladen. Wollte nicht. Wir sind in einer griechischen Straße in Queens, New York. Und hier gibt es einen türkischen Laden namens Truva Troja. Das ist so eine Hommage, weil damals ja die Türken auch mit dem Troja-Pferd nach Griechenland gekommen sind. Wie ist das? Ja, der erste einzige Türke hier auf der griechischen Straße. Und wir essen jetzt Lachmajut. Milchreis, Katne, alles was das türkische fettleibige Herz begehrt. Oh. Oh. Jetzt essen wir Lahmacun. Kennt ihr schon diesen Witz? Freunde, wisst ihr, wie der Lahmacun entstanden ist? Philipp Lahm und Ajun haben sich getroffen und haben gesagt, ey, hast du Bock, den Lahmacun zu erfinden? Und so ist der Lahmacun entstanden, meine Damen und Herren. Wenn ich irgendwann mal einen Sohn haben sollte, werde ich ihn Jun nennen. Frag mal, warum, Jun? Warum denn? Immer wenn er traurig ist, werde ich sagen, hey,
Lach mal, June. Auch ein Bruder, lach mal. Den hast du doch für mich gemacht, sehr ehrlich. Ja, natürlich. Ehre. Zack, 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 zack. Let me look, bro. It's clean. It's very clean. Oh. Wir rollen den zusammen, oh. Bruder. Wir rollen den zusammen. Ach, okay, Maus und laut. Der schmeckt wie ein Kanückel. Sag Walla. Walla. Hey, darf ich den weiter essen? Boah, it tastes amazing. New York's bester Lachmasen. Der schmeckt krass. Eine ganz klare 10 von 10. Liebe Grüße an meine Jenge. Ich muss an meine Jenge denken. Und ich grüße Philipp Lahm und Arjun Ujala. Ich fühle mich wie zu Hause. Der schmeckt wirklich unglaublich gut. Post Malone, falls du das hier siehst, du hast das verpasst, mein Bruder. Walla selber schuld. Meine Damen und Herren, Crispy Cream Donuts. Amerika Donuts, das muss sein, oder Can? Der Name ist vielversprechend auf jeden Fall. Sehr, sehr vielversprechend. Knusprige Donuts. Und cremige Donuts. Gotta have my donut, baby. Ich möchte einen miesen Homer Simpson Donut in Pink mit Streuseln. Wie geil sehen die aber aus, Bruder. Amerika, Amerika. Warum tust du sowas, Mann? Ja, auf New York. Warum tust du sowas? Ja, hab du recht. Call me my man. You ready for this? Baby, baby, baby. Jemand einen Donut bestellt? Nee, drei. Was sagst du dazu? Ein schöner, schöner Donut. Wisst nur. Bar bang, bar boom. In Turkey, we eat this so. What do you think about this, Tommy? About und wie hat's geschmeckt? Jetzt verstehe ich, warum Homer Simpson so fett ist. Ein schöner Inder, wie er im Bilderbuch steht. Hello, sir. Oh mein Gott, was zur Hölle passiert hier denn? Ach du heiliger Inder. Ach du heiliger Shao Kahn. Can, bleib mal hier, Mann. Wo gehst du? Wir müssen noch drehen. Die Foodtour. New York. Das Video. Can. Bruder, bleib hier, Mann. Ich kann das nicht mehr weiter essen. Schmeckt so gut. Amerikanın genç çocuğu Tommy. Parmağı soktu, elinde soksaydın. Kafanı da soksaydın. Hadi bismillah. Nein, Tommy, bleib hier. Tommy, nereye gidiyorsun? Tommy, stay, bro, stay. So good, I can't do this. Hier verkaufen die indische Sarmas. Ah, thank you. $1. Okay, einfach. Walla Bele, er meinte gerade 1 und dann sagt er 2. Auf Ehre. Ja. Er hat vom Baum geflippt gerade. Er guckt gerade, der Opa. Mmh. Oh mein Gott, Bro. Wow. Really good. Meine Damen und Herren, wir sind in Los Angeles und ich hab Bock auf Nudeln. Ein schön, schön Italiener. Elefante. Demente Sware. Oh shit, Alter. Was geht ab, Bruder? Nein, Alter. Mit Türsteher. Ich wollte nur Nudeln essen. Der Türsteher hat uns nicht reingelassen, weil wir zu hässlich sind. Er meinte, du siehst nicht gleich aus und so. Hey, guck mal, eine Käppi. Ja, das hat der Bruder von vorhin vergessen. Er macht den MJ, er macht den MJ. Okay, was haben wir hier? Chicken Tenders mit Salat in einer Waffel bekommen. Sieht aus wie ein Döner, ich sag dir ehrlich, Bro. Boah, Bruder, das Hähnchen ist krass, aber versteht den Sinn der Waffel nicht. Da ist die juicy aus, oder, Bruder? Ja. Können wir mal bitte kurz aufhören zu ignorieren, dass wir gerade Chicken in einer Waffel essen? Die Menschen kommen auf die verrücktsten Ideen. Ja. Erfolgreiche Idee. Vor dem Nachtisch ist nach dem Nachtisch. Wir sind bei Randy's Donuts. Junge, du könntest jetzt Werbegesicht durchgehen für diesen Laden. Esse seitdem ich drei bin Donuts. Und Randy Donuts hat die besten Donuts. Hat jemand ein Telefon gestellt, während wir hier aufnehmen? Die hier sind geil, John. Guck durch diese Schönheiten hier an. Bitte heiratet mich alle. Hat jemand einen Donut mit M&M's bestellt? Boah, ist das geil. Springfield! Zini Minis. Oh, der cruncht ja ein bisschen. Mh, Lebkuchen. Mh, ein schöner Lebkuchen. Dann würde ich sagen, das war's mit der Food-Reihe aus New York. Wenn ihr wollt, dass wir das selber auch in Miami machen, dann gibt es wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Dankeschön fürs Einschalten, bleibt gesund. Wir sehen uns nächsten Samstag um 12 Uhr wieder.